Mismo tempo así, ahora bien. Martin Luther hat einen Satz dazu gesagt zu allem: Die Zukunft gehört denen, die die Zeichen der Zeit erkennen. Und unsere Zeit ist heute, da wir über diese alte Sache erzählen können. Ja. Ich war Hästräger, aber ich habe ihn nicht mehr jetzt. Sein Geschäft dann selber. Was hast du früher Hästräger? Elferrad, ja. Also, ja. Ich habe eigentlich mit dem Albert Schindler die Zeremonie entwickelt. Vom Rathaus. Ja. Weißt, Stadtschuldheiß, ja. Schlüsselübergabe. Haben sie Geld ausgeworfen. Goldgeld hat man ausgeworfen, der Leute. Ja, ja. Und so weiter. Die Idee stammt von mir und vom Albert Schindler. Sie sollten mal eine Spende machen. Nein, ich sage, ich mache eine Spende, aber ist mal keine Geldspende, ich mache was anderes. Ich mache einen Zopf so lang wie die Kirche. Jetzt geht der im Pfarrgemeinde und sagt, Herr Reich macht einen Zopf so rund um die Kirche. Ich sage, so habe ich mir aber nicht gesagt. Rund um die Kirche. Es ist da 70, 165 Meter, sage ich da Ding. Wir haben nachts um 12 Uhr angefangen und geschafft bis morgens um 10 Uhr. Wenn man nämlich als Schwabe nichts sagt, ja, ist das aber genauso ein Kompliment, ja, so ist es, ja. Als wenn man einen lobt und was weiß ich. Ein Schwabe ist da geizig mit Komplimenten. Meine Mutter hat immer gesagt, ja. beim Essen, wenn sie mich gefragt hat, wie es schmeckt, ja. Wenn ich nichts sage, war es 100%. So sieht es aus. Mein Lieblingsessen, Schlachtplatte, Linsen, ja, selber gemachte Spätzle und Fleisch einfach. Wenn ich ganz strikt denke an meine Jugendzeit, ja, oder wenn ich denke an meine Ausbildung, da war Vorbilder, war in meiner Firma mein Chef. Wir haben politische Vorbilder aus Familien, aus dem Familienkreis ist meine Mutter mein Vorbild. Absolut. Sie musste 10 Jahre ohne Mann da sein, hat Meisterprüf, hat Quellenprüfung gemacht 1944 im Bäckerhandwerk. 1948 Meisterprüfung. Mein Ziel ist, dreistellig zu werden. Ich hoffe, dass ich lange gesund bleibe. Wann sollten dir andere Menschen aus dem Weg gehen? Das ist ganz einfach. Wenn ich schlecht gelaunt bin, bin ich unerträglich, egal. Ja, dann sollten mir andere Menschen am besten aus dem Weg gehen. Angefangen von der Frau dann, ja, weil das ist die Einzige, die da ist. Ein bisschen, aber sie kann nicht aus dem Weg. Eine? Ich habe eine, ja, ja. Eine reicht, ja. Wann sollten, und da ist am besten, wenn sie nicht viel fragt und nicht viel rumbohrt und mich da alleine lässt einfach einmal. Das ist am besten. Worauf bist du stolz? Die Wahrheit über mich. Stolz auf meine Frau, dass ich so, sie ist 10 Jahre jünger, dass sie Junge gekriegt haben. Dann bin ich stolz auf meine Kinder, die einen Beruf gelernt haben, weiterkommen. Stolz auf meine 2 Schwiegertöchter. Irgendwie ist die junge Gemeinde. Gemeindeleben mit dem Vereinsleben weiter so machen, weil das ist nicht überall so. In anderen Dörfern und Städten ist das überhaupt nicht. Empfingen ist ein, sag ich mal, ein Fleck, wo das hoch ist und das soll die Jugend weitermachen. Aber da sind sie auf einem guten Weg, weiß ich. Sie werden hier angenommen, mindestens 24 Vereine. Sie können hier alles machen, was Sie wollen. Empfinger Vereine also sind für alle offen. Und da sind wir auch stolz drauf. Also das sollten Sie auf alle Fälle weitermachen.